Herzlich willkommen beim neuen Fürich-Talk. Wer hat schon nicht öfters den Satz gehört, oh mein Gott, heute haben Sie wahrscheinlich wieder etwas versprüht, in die Luft gesprüht. Und um dieses Thema geht es heute, und zwar der Unterschied zwischen Chemtrails und Geoengineering und was man vielleicht dagegen tun kann. Dazu habe ich einen Spezialisten eingeladen, nämlich Paul Schlie. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich habe von dir ich bin aufmerksam geworden über, ich glaube, einen Schweizer Kanal, YouTube-Kanal, TV-Kanal. Und weil ja dieses Thema oft, wir haben das schon in der Kindheit gehört, wenn Mama oder Großmutter oder irgendjemand sagt, mal, ja, heute haben sie schon wieder gesprüht, oder es sind die ganze Zeit nur Wolken am Himmel und wir sind alle mit Aluminium verseucht. Was da wirklich dahinter steckt, vielleicht kannst du da ein bisschen Aufklärung schaffen, weil du beschäftigst dich damit. Ja, also wir beschäftigen uns jetzt seit 5 Jahren ungefähr mit dem Thema. Mhm. Aufmerksam darauf geworden bin ich persönlich durch einen Kollegen, Freund, der bei einem normalen Sommertag quasi gesagt hat, wo ich dann meinte, dass es ein schönes Wetter ist, und da wusste ich halt noch nichts davon. Da hat er dann gesagt, ja, außer sie fliegen wieder und sprühen, und da ging halt einiges los dann für mich, weil ich konnte das jetzt nicht einfach so im Raum stehen lassen. Oder, wie lange ist das her? Ja, 5 Jahre kann ich sagen. Mhm. Genau. Und habe dann angefangen einfach zu recherchieren, man kann ja nicht eine Meinung über etwas haben, wenn man noch nichts darüber weiß. Und dann kam halt eins zum anderen, und wenn man erstmal recherchiert, so wie das mit anderen Themen auch der Fall ist, wirklich mal offen etwas Neuem gegenübersteht, nicht gleich den Stempel auf Sachen drauf machen, dann kommt man früher oder später zu verschiedenen Argumenten und setzt die Punkte zusammen, und dann sieht man einfach, dass da schon irgendwo ein Programm hintersteht, dass hier wirklich eine Atmosphäre gearbeitet wird. Da sind verschiedene Industrien, die damit mit auch Geld verdienen teilweise. Ich meine, das Wetter beeinflusst einfach alles, angefangen bei der Landwirtschaft und beim Ertrag, und daran hängt die Lebensmittelindustrie, die Ernte und so weiter, und daran hängen wir wiederum, und auch die Lieferanten von Restaurants zum Beispiel. Mhm. Und das ist jetzt nur ein Zweig. Dann ist natürlich aber auch der ganze pharmazeutische bzw. gesundheitliche Aspekt mit drin. Und da merkt man schon, das Thema Wetter, das ist ja, geht ja einem selber auch schon so, wenn man morgens aufsteht und es ist grauer Himmel, dann fühlt man sich anders, als wenn die Sonne scheint und die Vögel zwitschern. Und wenn man da halt recherchiert, dann kommt man relativ schnell zu verschiedenen Punkten und ergibt es ein Bild. Und es geht dabei sehr tief, das Thema. Also weil es schon so lange auch gemacht wird, hat so viele Facetten, und Aber was ist dann der Unterschied zwischen, manche sprechen von Chemtrails, manche sprechen von Geoengineering, was ist da der Unterschied? Ja, Chemtrails ist im Prinzip ein Begriff, der kommt von der US Air Force Academy selbst. Mhm. Also da gibt es Dokumente, da steht das auch drauf, dass die so bezeichnet wurden, weil das eben chemische Ausbringungen sind, gezielte, die mit dem Vapor Trail, also dem herkömmlichen Kondensstreifen, wie es eigentlich wäre, der auch nur in ganz bestimmten Höhen oder ganz bestimmten Bedingungen eigentlich erscheint, der wird eben mit diesem Trail ausgestoßen. Früher waren das noch separate Düsen, mittlerweile ist das sehr raffiniert zusammengemischt, dass es wirklich aus dem Abgasstrahl rauskommt, das ist schwer zu erkennen mittlerweile vom Boden aus. Sind das eigene Flugzeuge oder ist es in den Linien, wird das mit den Linienflugzeugen kombiniert sozusagen? Beides im Endeffekt. Also es hat angefangen, als wie vieles anfängt, als Militärprojekt, einfach das Wetter als Waffe benutzen zu können, um einfach auch im Vietnamkrieg wurde es schon eingesetzt, um einfach den Gegner zu schwächen oder seine eigene Position zu stärken, bis hin zu, die feindlichen Flugzeuge können quasi nicht starten, wenn die Landebahn, wenn es zu doll regnet oder hagelt. Und aus diesem Werkzeug, was dann sich halt herausgestellt hat, dass es funktioniert, wurde dann eben an einem gewissen Punkt, was wir gelesen haben, erstmal mussten natürlich die ganzen Generäle oder die Admiräle auch vom Militär quasi mitmachen, weil jede Flotte eines Landes hat verschiedene Sektoren, und es gibt die Nordpazifikflotte, Südpazifikflotte und so weiter. Und einige Generäle haben sich da auch gegengestellt, die wollten da nicht mitmachen mit ihrem Sektor. Und die wurden halt ausgetauscht, sodass dann General oder Admiral gefunden wurde, der dann mitmacht oder nicht zu sagen hat, dass er nicht mitmachen möchte. Und dann irgendwann hat man gemerkt, dass aber die, um das Werkzeug des Geoengineerings, des Klimaveränderns, um das noch ein bisschen besser einsetzen zu können weltweit, braucht man im Prinzip die Ressourcen der zivilen Luftfahrt.
Und dann hat man halt angefangen und ist dann in den zivilen Bereich mit reingekommen. Da ist kein Pilot, der irgendwie auf den Knopf drückt, Chemtrail an, Chemtrail aus. Das war vielleicht mal so. Aber mittlerweile ist das alles global gesteuert über Satelliten, GPS. Das heißt, der Pilot weiß es möglicherweise gar nicht, dass er da jetzt gerade etwas aussprüht. Ja, bei Piloten ist es so zweigeteilt. Also wir wissen von amerikanischen Piloten, dass sie teilweise, also Piloten, die es nicht wissen, die dann beispielsweise aus irgendwelchen Gründen mal einen U-Turn fliegen müssen, also mal zurückfliegen, weil die Cockpit-Sicht, die ist ja wirklich sehr begrenzt. Ja. Da kann man ja wirklich nicht viel sehen. Und wenn man dann halt mal ein bisschen eine schärfere Kurve fliegt und ein bisschen zurückfliegt, dann sieht man ja seinen eigenen Abgasstrahl quasi. Und da wundern sich extrem viele, warum sie in der Höhe unter den Parametern, weil die haben das ja alle studiert im Endeffekt, mit verschiedenen, Ausstoß haben. Genau, die verschiedenen Bereiche, warum da jetzt überhaupt was ist. Mhm. Also ich denke, oder wir gehen davon aus, dass Piloten mittlerweile das einfach auch wissen. Ja. Aber das ist halt wie bei anderen Themen auch einfach, es kommen nicht so viele nach vorne damit, weil der Job dran hängt und da hängen dann Hypotheken dran, die Familie dran und so weiter. Und man findet jetzt auch, die Luftfahrt ist halt auch wie fast jede große Industrie, die sprechen sich auch ab untereinander. Ja. Und wenn man jetzt bei dem Arbeitgeber Nummer 1 rausfliegt, weil man irgendwie da Themen anspricht, die man nicht ansprechen soll. Da gibt es auch Menschen, die sind dann ausgeschieden und fliegen dann ab dem Zeitpunkt nur noch Agrar, also kleinere Flugzeuge, weil sie einfach auch keinen Job mehr dann finden. Mhm. Und das wissen die sehr wahrscheinlich insgeheim und sprechen das Thema nicht an. Das ist wie so ein Kodex im Endeffekt, weil da so viel dran hängt. Also, dass man das Wetter beeinflussen kann, das ist ja schon länger klar. Also das haben wir noch, glaube ich, sogar schon in der Schule noch gelernt, dass es da Möglichkeiten gibt, eben Wolken zu bilden und dass man dann irgendwo Regen erzeugen kann oder so. Wie weit weiß man eigentlich schon, ob das nicht auch ins Gegenteil übergehen kann? Also angeblich wird das ja beeinflusst unter der Voraussetzung, dass man sagt, Klimaerwärmung, dass die Sonnenstrahlen nicht so weit runterkommen und dass. Aber die Frage ist, wenn man so in die Natur eingreift, kann das nicht auch nach hinten losgehen? Das ist im Prinzip genau die Schlüsselfrage. Also man sieht, dass also diese Programme laufen eben schon sehr, sehr lange. Das sieht man auch aufgrund der Patente, die zurückreichen bis 1910 und sowas, also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und dadurch sieht man, wie lange das schon gemacht wird. Und das Programm ist so groß mittlerweile, so global. Da gibt es ja auch Dokumente von der NASA an die Air Force. Dieses mit dem Titel, das Wetter bis 2025 zu beherrschen im Endeffekt. Und das ist super detailliert mit Radarsystemen und mit zentralen globalen Weather Networks und so Satelliten, die mit reinspielen. Und es ist einfach so groß mittlerweile, dass sie, ich sage jetzt mal sie dazu, aus dieses Konglomerat, dass die sie nicht mehr drum herum kommen, das Ganze hinterrücks zu machen. Die Leute wachen immer mehr auf, zusätzlich zu dieser generellen Bewusstseinserhöhung. Und deswegen müssen sie jetzt halt anfangen und das Ganze in die Öffentlichkeit bringen. Können es natürlich aber nicht sagen, dass das irgendwie negativ ist. Immer sie teasen das manchmal so ein bisschen an, ja, und da gibt es Risiken und man könnte, und ist das denn so toll? Mhm. Also einfach diese künstliche Opposition im Endeffekt, haben wir auch in anderen Bereichen schon gesehen. Und deswegen kommen sie mit dem Klimawandel, also die haben dieses Klimawandelpaket unserer Ansicht nach geschürt, um diese Naturkatastrophen, Waldbrände, alles innerhalb von einem Jahr, nach Corona hatten wir das ja ziemlich stark, dass in Deutschland die Unwetter waren, gleichzeitig gab es Waldbrände weltweit, also alles auf einmal, viel zu schnell, viel zu viel. Und daran sieht man eben dieses künstliche Muster dahinter. Und dann, wenn man auch weiß, dass es die Technologie dazu gibt, dann ist es noch auffälliger. Und sie versuchen uns das halt zu verkaufen als was Gutes im Endeffekt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt nur mir aufgefallen ist, aber im ersten Lockdown, also im März, April 2020, da war der Himmel so blau wie noch nie. Mhm. Da war ein Sonnentag nach den anderen. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das ist Zufall. Habt ihr da irgendwie nachforschen können? Also es ist einigen aufgefallen. Wir haben das auch dann zu dem Zeitpunkt dann auch gesagt. Und man hat aber auch gesehen, dass es eben nicht dieser blaue Himmel von heute ist. Nein, es war da so, wie wir ihn früher als Kinder gekannt haben. Ja, genau. Also er war halt dunkler, im Endeffekt gesättigter. Mhm. Plus, dass es auch nicht nur ein blauer Himmel war, sondern man hat diese natürlichen Wolken wieder gesehen im unteren Bereich, weil die Feuchtigkeit in der Atmosphäre, die ja nun mal da ist, nicht mehr im oberen Bereich gekoppelt wird an diese ganzen gesprühten Sachen.
Und dadurch haben wir dann diesen Nebel oben, diesen Hochnebel wird ja auch wieder ein Wort für erfunden. Ja. Sondern die Feuchtigkeit konnte sich zu dem Zeitpunkt, weil einfach extrem wenig Flugzeuge geflogen sind, eigentlich nur noch Militärflugzeuge, kann man sagen, weil die sind ja von den ganzen Corona-Maßnahmen nicht wirklich betroffen gewesen. Und da sieht man aber auch schon, was für einen Einfluss die zivile Luftfahrt hatte. Weil Militär ist ja trotzdem noch geflogen. Ja. Und da sieht man auch die Frage, die du eingangs gestellt hast, ob beide das machen. Da sieht man, warum die zivile Luftfahrt damit hängen muss. Weil das Militärische im Prinzip nicht ausreicht. Es sind dann doch zu wenig Flugzeuge. Und da konnte man eben sehen, dass die Feuchtigkeit sich wirklich auf natürliche Art und Weise bis zum Boden absinken konnte, diese Wolken ausgebildet hat und dann einfach da hingezogen ist. Und hin und wieder auch mal ein Schauer und so weiter, wie es halt ist. Aber und dann ging es halt wieder los mit dem Flugverkehr. Auch auf den Radaraufnahmen konnte man sehen, das nimmt wieder zu. Das war ja so ein Zeitraum von 6 Wochen, ja, genau, wo extrem wenig geflogen wurde. Und dann hat man wieder gesehen, okay, da kommen wieder die ersten Cirruswolken rein, diese Stratos. Also diese ganzen Wolkentypen, die im Wolkenatlas drinstehen offiziell, die waren für diesen Zeitraum einfach nicht existent. Mhm. Und dann, als wieder geflogen wurde, dann ging es dann wieder los. Dann gab es wieder die ganzen verschiedenen, diese Wolkentürme und wie sie alle heißen. Mhm. Also das ist im Prinzip für jeden, der noch nicht so alt ist, sag ich mal, ein bisschen so ein Beweis im Prinzip für sich selber, dass hier definitiv ein extremer Zusammenhang besteht. Na, weil wir können ja nicht, also ich kann jetzt noch nicht so lange zurückgreifen, dass ich sage, früher als ich 1948 oder so war, so und so, das kann ich ja nicht. Ich kenne zwar Leute, die können das sagen und die bestätigen auch alle, dass es früher anders war. Und auch in meiner Kindheit war es im Prinzip auch so, dass man hat einfach weniger diesen Deckel gehabt. Ja, aber wann hat man damit begonnen? Also ich kann mich erinnern, dass in meiner Familie schon sehr, sehr lange darüber gesprochen wurde, heute haben sie jetzt wieder gesprüht. Also das heißt, es muss ja dann wirklich schon viele Jahre gehen und nicht erst jetzt die letzten 10 Jahre oder so. Nee, also dadurch, dass die Technologie ja doch voranschreitet und dass das Ausmaß ist einfach mehr geworden. Es wurde früher schon sehr viel gemacht, genauso wie auch im Zweiten Weltkrieg Aufnahmen von alten Propellermaschinen da sind, wo auch speziell Chemtrails gesprüht wurden, als Kriegsführungsmaßnahme, sag ich mal. Da gibt es dann alte Propagandaaufnahmen und so, die zeigen das, dass die einen Maschinen ohne fliegen und die anderen daneben aber mit und dann teilweise an, aus. Mhm. Also das sind halt Argumente, da kannst du auch nichts gegen sagen, weil so schnell ändert sich die Luftschicht nicht, dass etwas an. Das gibt es ja heute auch noch teilweise von den heutigen Flugzeugen. Und das Ausmaß ist aber einfach immer mehr geworden. Durch 5G wird ausgebaut, das heißt der Einfluss auf die Atmosphäre, auf Strahlungseinfluss, Flugzeuge, immer mehr Menschen wollen fliegen. Fliegen wird immer günstiger, also in Anführungszeichen. Es gibt natürlich mal so. Finde ich schade irgendwie. Eigentlich soll es teurer werden, ne? unter dem Gesichtspunkt schon, ja. Mhm. Aber wenn man sich auch die Flugtickets anschaut, wie das aufgeteilt ist, wie viel eigentlich Steuern sind und wie viel der eigentliche. Ja. Das ist auch nochmal eine eigene Geschichte. Ja, gut, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass die Politiker damit etwas Gutes bezwecken wollen. weiß man, was da drinnen ist? Was sie da so schön runtersprühen? Das ist im Prinzip, es gibt die bekannten Stoffe, die auch im Internet zu finden sind, die auf den Laboranalysen von Regenwasser zum Beispiel rauskommen. Und das sind im Prinzip die, über die auch alle reden. Das ist dann Aluminiumoxide, das sind Bariumsalze, so piezoelektrische Kristalle, die ganz interessante elektrische Eigenschaften haben. Mhm. Dann verschiedene Strontium-Titanate, also so Verbindungen, verschiedene, dann bis hin zu Graphenoxide, also halt so teilweise magnetisches Material. Dann kommen diese Polymerfasern runter, diese Nylonfäden. Wo man glaubt, das ist vom Altweibersommer, ne? Also sieht ähnlich aus wie vom Altweibersommer. Genau. Aber es kommt dann auch oft runter zu einer Jahreszeit, wo es keinen Altweibersommer gibt, ne? Ja, genau. Mhm. Und die hatte jetzt der Schweizer Verein, wir heißen die, die hatte das, der Christian Oesch, glaube ich, heißt der, hatte das analysieren lassen, dann nochmal im Labor. Und das Interessante ist, es ist extrem schwer, das analysieren zu lassen, weil viele Labore einfach sagen, wollen wir nicht wirklich was mit zu tun haben, wir machen es mal lieber nicht. Also von 10 Labors macht vielleicht 1 eine Analyse und die wollen dann vielleicht bei Veröffentlichung auch noch anonym nicht bleiben. Genannt werden, ja. Genau, und da kann man sich auch 1 und 1 zusammenzählen, warum das so ist. Und da kam aber halt eben raus, dass die ist noch nicht ganz abgeschlossen, wir haben mit denen auch Kontakt gehabt zu dem Zeitpunkt, dass da noch mehr kommt. Und da kam eben raus, dass es Nylon ist, also synthetisches Nylon, diese Fäden. Und das ist halt die Frage. So Altweibersommer, die spinnen, dass die jetzt synthetisches Nylon in die Welt sprühen. Und
Vor immer, allem, immer dann, wenn die Flugzeuge fliegen, sprühen. Und vor allem, wenn man es dann noch schon so sieht. Ne? Ja. Wenn sich schon, jetzt hast du ja auch in einem Interview mal erzählt, dass du das Experiment gemacht hast, einen Schnee anzuzünden. Und der ist sozusagen nicht geschmolzen und ist schwarz geworden und hat nach Plastik gerochen. Dann hast du aufgerufen, es sollten doch einmal mehrere Leute probieren, ob das wirklich stimmt. Und du hast dann Zuschriften bekommen, dass es wirklich bei manchen so war. Genau, ja, es ist um die Welt gegangen zu dem Zeitpunkt tatsächlich. Das war nicht ich, der es gemacht hat, sondern ein Freund von mir, der aus dem inneren Kreis, sag ich mal, der hatte eben das Spaziergang, hat den Schnee angezündet, hat die Aufnahme geschickt und der Kanal, der Wetterler-Kanal war zu dem Zeitpunkt irgendwie bei 20.000 Abonnenten oder so. Mhm. Und dann habe ich das halt reingestellt, weil ich das Potenzial gesehen habe, dass das irgendwie wichtig ist und ob das auch ein Einzelfall ist. Es geht auch darum, ob es ein Einzelfall ist oder ob das gestellt ist oder was auch immer. Und dann können die Leute das ja leicht selbst machen. Das ist so eine Sache, die kann man leicht nachprüfen. Und ja, das hat sich halt extrem schnell verteilt, aber nicht nur das eine Video, so guck mal mäßig, sondern dass die Leute es eben repliziert haben und auch festgestellt haben, dass der Schnee nicht schmilzt oder dass er nach Plastik riecht oder dass er, und das ist halt, macht aber auch Sinn wieder, wenn man sich diese, was zu dem Zeitpunkt ja noch eine Theorie war, diese Polymerfasertheorie, dass das Mikroplastik ist, was noch nicht bestätigt war, weil die Laboranalysen noch nicht da waren, wenn man dann Schnee hat, der nach Plastik riecht und davon ausgeht, dass das Plastikfasern sind, dann passt das schon mal zusammen. Mhm. Das ist ja wie so ein großes Puzzle, dadurch, dass aus dem innersten Kern des Geoengineerings und auch aus den militärischen Kreisen und aus den meteorologischen Kreisen, dass dann niemand nach vorne kommt, weil im Prinzip jeder sein Haus zu zahlen hat und so, also alle haben quasi Angst, damit nach vorne zu kommen, bis hin zu, dass eben Verträge auch da sind, wo dann irgendwelche Strafen vielleicht drinstehen oder sowas, das ist im militärischen Bereich oft so. Also einfach Geheimhaltungsklauseln. Also bist du doch drauf gekommen, dass es spezielle Länder gibt, wo es vermehrt beobachtet wurde und dass es Länder gibt, wo es gar nicht war? Also gibt es auch Länder, wo die ausgelassen werden? Ja? Ja, man kann sich im Prinzip die Bevölkerungskarte nehmen, also die weltweite Bevölkerungskarte, so Europa, Nordamerika, Australien ein bisschen und Asien. Und dann sieht man ja, wo der Flugverkehr am meisten ist. Klar, es verteilt sich auch und diese Stoffe, die sind sehr leicht. Das ist im 30 bis 90 Nanometer Bereich, super klein. Und die bleiben sehr lange, die sind ja so designt, dass diese Stoffe sehr lange in der Atmosphäre bleiben und sich überall hin verteilen. Also kann man nicht sagen, nur weil da jetzt ein Flugzeug fliegt, ist nur das Gebiet betroffen, sondern es zieht schon rum auch. Genau, weil die Schweiz sagte zum Beispiel, nein, wir wollen das gar nicht oberhalb der Schweiz haben, aber so ganz verschont werden sie nicht bleiben. Weil wenn es rundherum passiert, die Luft zieht es natürlich dann auch rüber. Ne? Genau, und das steht auch noch zur Frage, ob die Schweiz wirklich nichts macht oder ob das nur eine Aussage ist. Wo holst du dir sozusagen die Informationen oder wo recherchiert sie oder wie forscht sie? Also vieles ist über auch Experimentieren selbst, dann eben diese, also im Prinzip ist das ein großes Puzzle, wo man die einzelnen Puzzleteile findet über Monate, Jahre, je nachdem. Es gibt schwerere Teile und leichtere Teile. Und dann aus der empirischen Erfahrung, also die eigene Beobachtung, plus das, was andere Leute beobachten, das zusammenfügen, dann versuchen Muster zu erkennen, plus aber eben auch ein Stück weit die Insider-Informationen von Menschen, die jetzt Bücher geschrieben haben, da gibt es Bücher zum Beispiel, es nennt sich Unter einem ionisierten Himmel. Das war eine Empfehlung von über einen Heilpraktiker von Dieter Bröers zum Beispiel. Der hatte das mitbekommen, dass wir in die Richtung arbeiten und hat dann über einen Heilpraktiker uns das zukommen lassen. Daraufhin haben wir uns das Buch auch dann bestellt und dann ist halt Hardcore Englisch im Endeffekt, also sehr fachspezifisch und es dauert sehr lange, das durchzuarbeiten, aber das ist halt der Kern im Endeffekt. Ich sage immer, diese Informationen, diese kritischen Informationen, die extrem wichtig sind und die Welt auch voranbringen, genauso wie auch Technologie, die im Hinterrücks schon existiert, die aber niemandem bekannt ist, diese Informationen sind alle da. Aber sie sind, ist jetzt nicht so, dass sie uns auf dem Silbertablett im Frühstücksfernsehen präsentiert werden. Das heißt, wenn jetzt angenommen solche Wolken über mir sind, dann würde es eine Möglichkeit geben, dass ich diese Wolken von mir fernhalte? Ja, also das ist, wenn man sich überlegt, dass das eben, man muss schauen, wie das Geoengineering arbeitet, wie es zusammengesetzt ist, weil man kann ja nur eine Lösung für etwas haben, wenn man weiß, woraus es besteht. Genau, was die Faktoren sind. Und das ist eben einmal ein chemischer Faktor, deswegen funktioniert auch das Essigverdampfen zum Beispiel sehr gut eigentlich, kann man sagen. Ist auch sehr einfach, weil Essigsäure bekommt man halt überall.
Das ist ein Punkt, den man machen kann. Da geht man halt chemisch an das Problem ran. Weil die Atmosphäre durch diese ausgebrachten Stoffe hat eine gewisse Ladung, hat einen gewissen pH-Wert und die Essigsäure hat einen pH-Wert und das reagiert an einem gewissen Punkt und dann passiert halt was. Also muss man ja relativ viel Essigsäure aussprühen, weil die Atmosphäre, das ist ja alles, das ist ja extrem. Ja, verhältnismäßig wenig tatsächlich. Also wenn man jetzt mit einem 3-Liter Essigtopf, den man in einer halben Stunde verdampft, also höchste Stufe, da passiert schon was, weil das ist ja nur auf der Topf das, oder so wie das Glas jetzt, das sieht so wenig aus, aber wenn das halt im gasförmigen Zustand ist, dann verteilt sich das ja, nimmt das einen sehr großen Raum ein. Und das täuscht dann oft auch, dass man sagt, ja, wie soll das denn gehen? Aber wenn man sieht, es geht, dann wird einem einiges klar. Und Wasser ist ja an sich nicht wirklich reaktionsfreudig. Also normales Wasser, das kannst du anzünden, passiert nichts, sonst drauftreten passiert nichts. Und wenn man jetzt sagt, die Wolken bestehen nur aus Wasser und das nichts mehr, dann dürfte das eigentlich nichts machen, nicht reagieren. Ja. Aber es reagiert oder etwas in der Atmosphäre reagiert, weil eben noch andere Stoffe drin sind. Das heißt, es gibt schon Möglichkeiten, dass wir uns schützen können? Ja, also pauschal kann man schon sagen, ja, aber es ist natürlich facettenreich. Also mit Essigverdampfen ist es halt nicht getan. Man muss halt schon schauen, dass das Immunsystem fit ist, dass, weil wie gesagt, da sind diese Plastik Spirella oder so, diese Ausleitung in unserem Körper, bringt das auch etwas? Diese Entgiftungen, diese Algen oder also da, gibt es da eine bessere Methode? Da fehlt mir persönlich natürlich, fehlt mir noch, wie es wirklich funktioniert. Wie wirklich dieses, wenn man jetzt Chlorella nimmt zum Beispiel, auch gutes Chlorella, gibt es auch Qualitätsunterschiede. Ja. Wenn man das jetzt einnimmt, weil Fakt ist ja, diese Nanopartikel kommen rein in die, über die Schleimhäute, das ist schon mal der erste Moment, deswegen fängt ja auch die Nase an zu laufen dann an Sprühtagen. Ja. Das heißt, da ist schon mal der erste Punkt und das wird dann irgendwie aufgenommen. Da muss man ganz genau schauen, wo wandern diese Teile eigentlich lang, wo setzen sie sich ab, weil husten muss man ja nur, wenn sie sich in der Lunge absetzen. Wenn sie in der Lunge einfach nur durchgehen würden und einfach in den Blutkreislauf und zum Beispiel ins Gehirn gehen, dann würde man ja nicht husten. Sondern es bleibt etwas irgendwo in der Lunge hängen und das löst diesen Reiz aus. Das heißt, da müsste man erstmal anschauen, wie ist der Verlauf von diesen Nanopartikeln exakt, wo geht wie viel hin und dann eben schauen, was sind das für Stoffe exakt. Also Aluminiumoxid ist ja nur eine Sache, dann hast du diese Plastikgeschichten, dieses Strontium und Pilzsporen wird auch gesagt, steht auch in einigen Dokumenten, dass das eine Auflistung gibt, was alles drin ist. Verschiedene Erreger bis hin zu Nanotechnologie. Diese Graphengeschichten, kleine Graphenröhrchen und sowas. Dann dieser normale Ruß aus den Flugzeugen, die normalen Abgase. Und da muss man eben ganz genau schauen, welche Stoffe sind es, wo gelangen die hin, in wie viel. Und dann gucken, was gibt es dagegen, wie dieses Chlorella. Man kann nicht pauschal sagen, Chlorella hilft gegen Chemtrails, weil das macht keinen Sinn, so eine Aussage. Genau, und das wäre natürlich dann mal forschungswert oder forschenswert auch, wenn man mal wirklich da reingeht, weil dann kann man sagen, wenn Chlorella wirklich im Blutkreislauf die Reste, die über die Lunge dann reinwandern und das Chlorella in einer gewissen Dosis das abfängt, komplett und über den Darm ausleitet, das wäre natürlich eine extrem gute Erkenntnis, weil dann könnte man immer, wenn gesprüht wird, könnte man das machen. Aber woher weiß man, dass immer gesprüht wird? Ne? Ja, das Sprühen sieht man ja. Aber ich habe mir ja sagen lassen, dass wenn man das am Himmel sieht, das wandert ja dann weiter und dann geht ja das irgendwo anders drunter. Also das heißt, wenn ich das sehe, heißt ja, das noch lange nicht, dass es bei mir runtergeht. Ja. Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja. Aber trotzdem kann man davon ausgehen, dass 300 Kilometer weiter in die Richtung auch gesprüht wurde. Und das ist, weil das einfach so ein großes Programm ist, das sieht man auf den Satellitenaufnahmen auch ganz gut, dann wenn jetzt irgendwas, wenn das Wetter in Deutschland, Europa, Schweiz, also Deutschland, die Dachregion geändert werden soll, irgendein Wetterumschwung kommt, dann ist es halt schon so, dass wirklich eine ganz große Fläche, also das kann man davon ausgehen, wenn man Chemtrail sieht, kann man davon ausgehen, dass auch was anderes schon tiefer ist und runterkommt. Das heißt, rätst du dann auch zum Beispiel bei Regen nicht unbedingt rauszugehen? Oder ist es egal? Also ich persönlich versuche schon zu vermeiden tatsächlich, weil wir nehmen ja, wenn man sich auch das Thema Wasser ist ja ein sehr großes auch, generell Wasser zum Trinken, Trinkwasserqualität und so. Und wenn man sich nochmal damit beschäftigt, wie viel Wasser man eigentlich über den Tag aufnimmt, ob jetzt hier durch das Getränk oder durch die Luftfeuchtigkeit, die ich einatme mit jedem Atemzug oder beim Duschen über die Haut, dann man sieht halt, oder man sieht dann, wie viel man eigentlich beim Duschen aufnimmt, wie viel Milliliter oder Liter. Einfach nur, dass das Wasser quasi abprallt, aber trotzdem nimmst du es auf unter der Dusche. Da gibt es ja auch so Duschköpfe, die dann das speziell... Genau, so wie man Creme auch aufnimmt, ne? Genau, also die Haut kann extrem viel aufnehmen und
wenn man jetzt halt einfach an solchen Tagen, wo gesprüht wurde und so ein richtig diesiger Himmel ist, wo man genau teilweise sogar noch bei Wolkenbruch sieht, dass da drüber immer noch weiter gesprüht wird, da kann man aber sowas von sicher sein, dass da einiges drin ist. Und wenn man weiß, dass die Haut das Wasser aufnimmt und das, was am Wasser gekoppelt, also es hat natürlich Eigenverantwortung, ob man sagt, ist mir egal, weil es hat natürlich auch Auswirkungen. Man kann natürlich auch paranoid werden und sagen, Kinder nicht im Regen tanzen. Die gehen gar nicht mehr raus, ja. Aber Schnee essen zum Beispiel ist so eine Sache. Also das ist schon, wenn man da das weiß, ist halt auch schwer, mit diesem Wissen zu leben, weil die einen Kinder oder die eine Familie, die da spielen die Kinder im Schnee und essen Schnee, tanzen im Regen, weil die sich nicht wissen. Ja. Die Retourkutsche kommt dann vielleicht 10 Jahre später mit irgendwelchen chronischen Erkrankungen oder sowas, was man natürlich nicht mehr darauf zurückführt, weil es sich über die Zeit ansammelt. Und diejenigen, die halt in dem Moment das wissen und sagen, mal ein bisschen weniger, die haben dann halt vielleicht erst in 30 Jahren was oder gar nicht. Wer profitiert davon? Wahrscheinlich einige, sonst wird es nicht gemacht werden. Also, aber was ist der Sinn und Zweck, dass wir krank werden? Oder ist der Sinn und Zweck, dass das Wetter einfach beeinflusst wird? Oder ja, beides? Also ich würde pauschal sagen beides, weil das Wetter hat, wie gesagt, einen extremen Einfluss auf alles. Und wenn Aluminiumoxid in den Boden kommt und die Pflanzen nicht mehr richtig wachsen oder das vielleicht irgendwie sogar implementieren in ihr Wachstumsverhalten, das dann aus dem Apfelbaum, der in einer verseuchten Erde gewachsen ist, der Apfel dann wahrscheinlich auch irgendwie was davon mitbekommt. Wenn nicht materiell, dann mindestens schwingungstechnisch. Und am Ende nehmen wir die Nahrung auf, um die Schwingung davon zu bekommen. Und also das ist halt ein Aspekt, die Ernährung. Also ist Bio-Essen überhaupt Bio, wenn da Plastikfäden drauf rumliegen? Also man muss natürlich auch schauen, dass man nicht pauschal immer Top oder Flop sagt, sondern nur weil man jetzt einmal eine Region hat, wo vielleicht über künstliche Eingriffe, das war vielleicht irgendeine Mission, da sollte nochmal ein Wintereinbruch kommen, das wurde dann forciert, eigentlich war es schon viel zu warm, aber man hat den Jetstream geändert, man hat diese Sachen gesprüht und das hat dann gepasst für diese eine Woche. Ja. Heißt es nicht pauschal, dass ab jetzt immer aller Schnee Plastik ist oder mit Plastik verbunden ist. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man tendiert immer dazu, sobald man etwas weiß, das ist die Schublade und das ist die Schublade und immer Top oder Flop. Aber der Graubereich dazwischen, der ist extrem groß. Und da muss man schon ein bisschen tolerant sein und nicht alles gleich verteufeln. Und das bringt dich ja auch nicht weiter. Nun zeigst du sehr oft auch Fotos her, also Bilder, und rufst sogar dazu auf, es ist jeder gefragt, der das Gegenteil beweisen kann. Wurde dir schon einmal das Gegenteil bewiesen? Naja, also zu aufrufen tun wir tatsächlich zu nichts. Also ich habe das in einem Interview gesehen, da wurde gesagt, jeder kann sich gerne melden, der das Gegenteil beweisen möchte. Ach so, ja, das kann sein, das glaube ich, genau, das kann sein, dass jemand anderes dann eingeladen, ja, so wie bei genau, dir. Du richtig, jetzt genau, ich könnte jetzt auch sagen, jeder kann in den Kommentaren schreiben, der das Gegenteil beweisen möchte. Genau, das schon, ja. Wir persönlich haben noch dazu nichts aufgerufen, weil jeder muss selber sehen, was er tut, sag ich mal. Und es ist jetzt auch nicht richtig, ich meine, mit diesen fast 130.000 Abonnenten, die wir jetzt haben, einen Aufruf zu machen zu zum Beispiel, was einige Menschen sich wünschen, zu lass uns mal gemeinsam Essig verdampfen, muss man vorsichtig betrachten. Also nur mal angenommen, 130.000 Menschen würden jetzt Essig verdampfen, kann ich nicht sagen, was das für Auswirkungen hat, wenn sie es gleichzeitig tun. Deswegen muss man immer vorsichtig sein, wenn es gleichzeitig passiert, egal was es ist. Aber klar, also wir sind der Meinung, dass das Thema Geoengineering schon eines der wichtigsten ist heutzutage, weil einfach die komplette Ernährung dran hängt, die Tierwelt hängt dran, das Bienensterben hängt dran, Insektensterben generell hängt dran, jeder Baum hat einen Pilz mittlerweile, wir haben alle COPD, Asthma, Nervenerkrankungen, also das ist einfach unser Milieu. Wir sind die Fische in dem Aquarium. Und das Aquarium wird ständig mit Aluminium gefüttert. Aber ist es nicht so, dass die Leute vielleicht dann sagen, okay, das Aluminium ist gar nicht von diesen Dingen, sondern das ist einfach normal von der Umwelt, von den ganzen Fabriken, von dem Autoverkehr, theoretisch? Ja, klar, könnte man pauschal so behaupten. Aber es geht ja auch darum, was man zusammensetzt und belegen kann. Und das Aluminium, was wir sehen, das ist ja der Aluminiumoxid. Ja. Und es ist Nano. Also Nano fällt auch nicht mal eben so von wenn ich jetzt eine Aluminiumstange habe und da ein bisschen mit dem Schleifpapier rummache, dann fällt jetzt nicht automatisch Nano ab. Nano ist extrem klein. Also die Natur bewegt sich meistens im Mikrobereich. Ja. Deswegen ist ja auch unser Immunsystem so aufgebaut, dass wir Mikrogeschichten abwehren können. So Bakterien und ein bisschen kleiner und so. Und bei Viren wird es dann schon, also mal abgesehen von dieser Virustheorie, ganz vorsichtig sein halt,
es ist die Natur nicht gemacht, um, also das Immunsystem ist nicht gemacht, um Nano zu filtern. Ja. Nano ist eigentlich wieder der Natur, wenn man so will. Mhm. Und da sieht man halt schon, dadurch, dass da ganz viel in diesen extrem kleinen Bereichen gearbeitet wird, was die Natur so nicht macht, ja, eins und eins zusammenzählen halt. Jetzt kann man diese Wolken, es gibt ja teilweise neue Wolken, die irgendwie ganz anders und eigenartig aussehen. Die haben auch schon irgendwelche Namen bekommen, da hast du auch Bilder davon. Und kann man diese Wolken mit Schwingungen steuern? Ja, also pauschal gesagt, ja. Dadurch, dass sowieso alles Schwingung ist, auch die Wolke selbst ist eine Schwingung. Mhm. Auch das Wassermolekül selbst hat eine Schwingung. Ja. Was wiederum an diese WLAN-Geschichte mit den 2,45 GHz gekoppelt ist, an Mikrowelle und so weiter. Das alles hat eine Schwingung und das Leben, es ist halt auch ein spirituelles Thema an einem gewissen Punkt, weil wir sind in diesem Wassermann-Zeitalter und das kommt, geht immer mehr. Es wurde im Prinzip weltlich so ein bisschen eingeleitet mit Nikola Tesla, der halt da sehr schnell viel gemacht hat, aber auch andere im Hintergrund. Und damit wird in dieses Thema Frequenzen und Schwingungen, damit wird extrem viel gemacht, nicht nur zum Guten, so 528 Hertz, da gibt es ja, das ging auch mal rum, das war so eine, ich sage jetzt mal Psy-Op dazu, also so eine psychologische Operation. Da hatte mir jemand gesagt, die ganzen Mobilfunktürme seien jetzt umgestellt worden auf 432 Hertz Tesla Heilungstürme. Also da wurde alles zusammengemischt, was irgendwie positiv klingt. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das kann nicht sein und das ist sowieso Quatsch. Aber man darf eben verstehen, dass die generelle Bewegung von Schwingung und Frequenzen, dass beide Seiten, also sowohl die, ich sage jetzt mal Dunkelkräfte dazu, die jetzt nicht unser Bestes im Sinn haben, als auch die Wesen und so weiter, die Gutes im Sinn haben, dass beide von diesen Sachen Gebrauch machen. Mhm. Also nicht nur wir mit unserem 432 Hertz YouTube Mozart oder sowas, sondern auch die andere Seite, die wahrscheinlich technologisch auch bis hin zu irgendwelche Erdbeben auslösen kann, mit Frequenzen so hochgepusht und so konzentriert, um eben wirklich auch tektonische Platten in Bewegung zu setzen oder das Gestein in Bergen zum Schwingen zu bringen. Mhm. Weil ein Berg besteht ja aus Siliziumdioxid, also auch piezoelektrischen Kristallen. Und wenn man die kennt und da gezielt draufsendet mit genügend Leistung und an Ressourcen mangelt es denen ja nicht, sag ich mal, dann kann man eben auch diese piezoelektrischen Kristalle in dem ganzen Berg stimulieren über einen gewissen Zeitraum. Und irgendwann fängt der ganze Berg dann an zu schwingen. Und das ist nur Physik im Endeffekt. Mhm. Ja. Ein spannendes Thema hast du dir da ausgesucht. Und was sind deine Ziele? Ziele gibt es schon. Die wird da immer so Stück für Stück offenbart. Und ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn du die letzte Seite von dem Buch schon als lesen würdest, bevor du das Buch gelesen hast, dann ist das ganze Buch im Prinzip langweilig. Mhm. Und so ist es halt mit dem Leben auch, so ist es mit dem Thema auch. Und Ziele, dass das Thema, das Geoengineering im Prinzip gestoppt wird. Ganz simpel, einfach. Dass Technologie nicht mehr gegen uns eingesetzt wird, also für uns, uns wird uns verkauft für uns, aber eigentlich ist es gegen uns. Technologie sich zum Guten wendet, Geoengineering gestoppt wird, einfach weniger in die Naturkreisläufe eingegriffen wird und alles mal wieder so ein bisschen nicht Mittelalter, nicht zurück, weil man immer sagt, die gute alte Zeit, in Anführungszeichen, sondern also Technologie im Einklang mit der Natur benutzen. Und das ist definitiv möglich. Ja. Nur das wird es eben noch nicht. Und dazu müsste auch jeder Einzelne etwas machen. Ne? Also man kann sich jetzt nicht darauf verlassen und sagen, okay, jetzt ist hier der Paul da und der kümmert sich da jetzt drum. Welche Möglichkeiten gibt es, wo du vielleicht sagen könntest, jeder Einzelne könnte damit einen kleinen Beitrag dazu weiterhelfen? Ja, das ist natürlich... jeder ist ja aus einem anderen Grund hier und für manche ist es gibt ja so viele Themenbereiche, Geoengineering ist jetzt halt ein Thema und jeder hat im Prinzip so eine Art innere Berufung. Also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt einfach sage, viele Menschen, die jetzt diese Sendung auch schauen, die machen etwas, um Geld zu verdienen, um die Rechnungen zu zahlen und wenn sie mal eigentlich in sich reinspüren, sind sie gar nicht wirklich glücklich. Mhm. Wenn man jetzt sich da mal die Frage stellt, was macht dich denn glücklich, was würdest du gerne tun und dann diesem inneren Ruf quasi folgen. Und das ist nicht für jeden, sich mit Geoengineering zu beschäftigen. Man kann natürlich ein bisschen Essig machen und so weiter oder Energiesachen bauen oder sowas oder auch meditieren und so, aber jeder hat seine eigene Berufung und die muss man halt schon mal finden, dass man die ganze Ablenkung, die da draußen läuft, wirklich mal ruhen lässt,
sei es Fernsehen, sei es Zeitung, sei es egal was, es ist einfach mal in die Natur gehen, runterkommen und wirklich mal von innen heraus hören, was ist denn deine eigene Berufung? Und bei uns ist jetzt halt diese Geoengineering-Geschichte und Technologie und sowas und das, die Kommunikation von dem Thema an die Menschen. Mhm. Und wenn jeder wirklich die Ablenkung mal reduziert und auch und dann diese innere Stimme findet, dass man dann seinen Weg findet. Und wenn jeder seinen Weg gefunden hat und den auch geht, nicht nur, ja, ich müsste eigentlich und könnte, aber ich traue mich nicht oder nö, heute nicht, sondern wirklich machen, und zwar jetzt, mhm. nicht morgen, es ist schon 11:55, dann wird sich sowieso extrem viel ändern. Also ganz schnell. Dann würden innerhalb von 24 Stunden teilweise Aktien verkauft werden, mhm. die nicht sinnvoll sind, die mhm. vielleicht Unternehmen unterstützen, die gegen die Natur handeln, vielleicht Unternehmen unterstützen, die mit Milliardensummen im Prinzip, die, keine Ahnung, ja, einfach gegen die Natur arbeiten oder gegen uns arbeiten, irgendwie umweltschädlich sind. Wo man jetzt vielleicht noch sagt, ja, die Dividenden jeden Monat sind schon nett. Das sind, weiß ich, 500 Euro, 1.000 Euro, 2.000, manche 10.000 Euro im Monat. Mhm. Aber sobald dieser innere Weckruf kommt, dieses Gewissen auch ein Stück weit, dann, und man stößt das ab und das würden genug Menschen machen, ja, dann gibt es halt auf jeden Fall schon mal einen Kursrutsch. Mhm. Also die Börse hängt damit dran, da können wir jetzt sagen, ganz schlimm. Aber ist es, so wie es jetzt ist, so gesund? Also ist so ein Kursrutsch vielleicht nicht auch mal gesund? Also es ist extrem facettenreich. Und man kann ruhig auch klein anfangen. Genau, also sich nicht übernehmen auch. Genau, ja, weil genau, sonst wirst du erschlagen von mhm. diesem, oh, ich müsste das. Ja. Dann mache ich erstmal gar nichts. Mhm. Ja, sondern such dir eine Sache aus, die nicht so eine ewig lange To-Do-List, die schaffst du sowieso nicht an einem Tag. Drei Sachen vielleicht. Mhm. So, und dann Stück für Stück. Aber wichtig ist mal ans Handeln zu kommen. Das Problem ist aber, dass bei den meisten Menschen wirklich das Geld im Vordergrund ist. Ja? Wir leben ja auch alle nur mal in diesem System, ein Stück weit, zumindest noch mit einem halben Fuß. Mhm. Ganz raus ist man ja nie so wirklich. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es für jeden halt da irgendwie einen Weg gibt, da rauszukommen. Also wir haben den Kanal auch eröffnet. Ich habe selber diese Satellitenanalysen gemacht, wo ich dachte, das ist für mich interessant, weil ich mich mit dem Wetter beschäftige. Dann haben 20, 30, 40, 100 Leute gesagt, das ist interessant. Dann habe ich es häufiger gemacht, so hat es angefangen und dann irgendwann war so ein bisschen die Angst mit, ja, wenn ich auf YouTube und so und Zensur und, mhm. und was passiert, wenn ich meinen Kopf zu weit rausstrecke und so weiter. Also Angst bei ganz vielen. So wie auch, würde ich behaupten, in der Meteorologie, genauso wie auch in der Luftfahrt. Dieses Angstthema, was wäre wenn? Ja. Und man sollte auch tatsächlich nicht zu weit polarisieren, also nicht zu schnell zu viel machen, sondern immer auf dich selber hören, was ist dein Gefühl. Und da gibt es auch, ist so ein bisschen manchmal auch so ein Fallstrick, wenn man sagt, was ist jetzt das Richtige? Es wäre wahrscheinlich richtig, wenn ich mich jetzt mit einem Megafon auf den Platz da draußen stelle und 2000 Leute denen erzähle, was Geoengineering ist. Das wäre mhm. vielleicht das Richtige, aber ich fühle mich da überhaupt nicht gut bei. Ja, aber andererseits, wenn du Interviews gibst, zum Beispiel einen Kanal über mir und dann wird das so langsam auch veröffentlicht, ist das auch ein Weg, ne? Genau, das ist dosiert und vor allen Dingen, es ist nicht aufdringlich. Mhm. Jeder kann selber entscheiden, ob er sich das anschaut. Schaue ich mir das an oder nicht, genau. Genau, und mhm. das andere ist, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieser freie Wille, dass man die Informationen, so wichtig sie auch für dich sein mögen, nicht versucht, krampfhaft an den Mann zu bringen oder eine Frau, sondern einfach das hinstellen als, guck mal, da gibt es noch was anderes. Und wenn es interessant ist, das entscheidet jeder selbst, dann geht es halt automatisch. So. Ich sage immer, wenn es flutscht, dann ist es richtig. Wenn man dagegen ankämpfen muss, dann ist es nicht richtig. Ja, ich glaube, da kann auch jeder seine eigene Story erzählen. Ich finde es immer spannend, weil erstens mal bin ich froh, dass du gekommen bist, weil ich ja hier Personen einlade, die mich ganz einfach, die ich gerne kennenlernen möchte, weil ich mal denke, man erfährt sehr viel, was man vielleicht sonst nicht erfahren würde. Mhm. Und es ist großartig, dass es so Menschen gibt, die da hinterfragen und die das in die weite Welt hinaus transportieren möchten, ja, oder transportieren, ja. Ja. Ich glaube, wir werden uns sicher noch einmal sehen. Ich glaube nicht, ich bin mir sicher, wir werden das wiederholen, weil das Thema ist sehr umfangreich. Es würde heute wahrscheinlich die Zeit sprengen. Möchtest du noch etwas sagen? Nö, im Prinzip nicht, außer dass das finde ich super cool, was du machst. Also Dankeschön. Gerade dieses, ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass man als Restaurantbetreiber so eine Arbeit macht. Mhm. Und da sieht man eben auch perfekt, was man bewirken kann, wo man erstmal gar nicht glauben würde, dass das jetzt zusammengehört oder warum sollte ich das machen? Das ist ja nicht mein Gebiet, das kann jemand anderes machen, sondern nee, irgendwie hat es dich wahrscheinlich dahin gezogen und weil ohne diesen inneren Drang hättest du es nicht gemacht. Mhm. Und so schließt du quasi eine Lücke und so kann jeder im Prinzip, wenn er mal auf sich hört, was er eigentlich machen würde,
Geld erstmal zur Seite gelegt. Klar muss man sich finanzieren, aber trotzdem, es muss auch erstmal nicht, das Neue, was man macht, muss auch nicht zwangsweise dich komplett finanzieren. Du kannst auch einen sanften Übergang machen. Genau. Aber wenn es sich richtig anfühlt, dann fällt sowieso alles, der Weg wird automatisch gebaut, während du ihn gehst quasi. Mhm. Du musst nicht komplett alles sehen. Genau, von daher vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für den Kommen. Wir werden es wiederholen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Ich gehe davon aus, dass ganz viele Kommentare kommen werden und auf die freue ich mich schon und die werden auch persönlich beantwortet. Vielleicht hast du Zeit und kannst auch ein paar Kommentare beantworten, aber wahrscheinlich wirst du die Zeit nicht haben, denn allein mein Telegram-Kanal ist ja relativ groß. Danke, dass du dabei bist. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonniert hast und bis zum nächsten Mal und ciao. Danke.